dominanten Außenverteidigerposition in der zweiten Halbzeit gegen Hoffenheim auch schon gestanden. Gute Balleroberung von Butscha, aber dann ist Azuak aufmerksam. Jetzt müsste er vielleicht in die Spitze spielen, meint man. Dann geht es nochmal zurück und das ist ein bisschen umständlich, was Imhoff dann macht. Und dann kommt doch noch eine halbwegs vernünftige Situation dabei heraus. Eine Ablösesumme von 10 Millionen dürfte er dann vielleicht doch gehen, aber bitte das ohne Gewehr. 10 Millionen ist ja auch ein schöner Betrag, wenn man den kriegen kann. So, da ist natürlich Platz hier für Konča. Und dann ist Nummer 1 Schock hier für den VfL Bochum. Azuak. Wieder Butscha. Sestak. Und da ist der Ball. Azuak ist schwer gegen drei, selbst für einen guten Techniker wie ihn. Und da werden die Zuschauer ein. Und jetzt gibt es die nächste gelbe Karte hier. Die dritte in dieser Partie. Vielleicht können wir uns das auch noch mal anschauen. Imhoffs Aktion ist auch gelbwürdig. So, Freistoß für die Gäste aus Freiburg. Julian Schuster. Wie gesagt, beim Führungstor war das ein bisschen unglücklich, um es vorsichtig auszudrücken. So, jetzt aber. Er muss sich vom Ball trennen, will rein in den 16-Meter-Raum. Da ist er auch diesmal reingekommen. Die Nachschussmöglichkeit. Und Imhoff 11. Da kommt Macchiardi nicht nach und dann ist es 1,50 Meter. Azuak. Kein Foul. Jäger. Für Jonathan Jäger. Sehr gut aufgepasst hier von Felix Bastians. Aber jetzt ist links wieder Dedic frei. Hätte man vielleicht auch früher den Ball dahin spielen sollen. Azuak hoch rein. Ballverlust von Cha. So, jetzt ist auch Platz da. Cestak und die Möglichkeit. Mit schweren Problemen bei diesem Schuss. Genau auf ihn, aber das war schon ein ordentliches Pfund. Insofern erklärbar, dass man da mal nachgreifen muss. Und jetzt geht es wieder auf Klimowitz. Und oh, Kuppner erstmal souverän. Und außerdem